dieses Aufräumen, bevor die Putzhilfe kommt, ist echt real. Meine neue Obsession, Lip and Brow Tint. Gestern habe ich noch gehört, dass Kaffee, bevor man was isst, eigentlich mega schlecht ist für den Cholesterinspiegel. Was mache ich heute wieder? Kaffee trinken, ohne was gegessen zu haben. Oh, dabei dachte, kennt ihr das? Dabei denkt man dann immer noch so, oh, das ist voll krass, darauf achte ich auf jeden Fall. Mich hat jetzt eine spontane Planänderung erleuchtet. Ich wollte eigentlich ins Büro fahren, deswegen war ich eigentlich auch im Café und habe mir einen Coffee to go geholt. Aber dann habe ich überlegt und dachte, ich habe morgen Termin im Büro. Also dachte ich, mache ich alles, was ich machen muss heute von zu Hause und drehe die Sachen für einen Vlog heute und gehe morgen ins Büro. Frage ist nur, was ich jetzt mache, während meine Putzhilfe kommt. Frage ist auch, ob sie überhaupt kommt, denn sie ist recht unzuverlässig. Gott, scheiße, mein Nagel ist gerade abgebrochen. Oh. Jetzt ist die Frage, mache ich das heute auch noch oder schiebe ich das auf morgen? Das muss ich heute auch machen. My fruity nails, I will miss them. Ey, geil, jetzt ist sie gerade gekommen, als ich voll im Work-Mode gegangen bin. Ich fahre jetzt doch in den Park in der Nähe vom Büro und setze mich, glaube ich, doch jetzt kurz eine Stunde im Büro ab. Gehe erstmal mit Honey raus. Und dann returne ich home. Ich bin so hinterher mit meinem Zeitplan. Ich weiß nicht, ich schaff's einfach nicht, jetzt, wenn eine Sache irgendwie anders ist, alles so zu planen und hinzukriegen, damit ich actually meinem To-Do hinterherkomme. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ey, ich bin komplett lost, wirklich. Und es fühlt sich einfach nur so wie so ein ADHD-Chaos an. Ah, Halleluja. Ich hoffe, ich schaffe heute überhaupt noch irgendwas. Ich bin nämlich kurz davor, einfach aufzugeben für den heutigen Tag. Aber an Tagen wie diesen muss man erst recht durchziehen und sich selbst beweisen, dass man eine absolute Bad Bitch ist. Wisst ihr, was ich meine? Und einfach das tun, was ein absolutes Chaos ist. Ich weiß nicht. Ich kann mich immer so krass mit diesen ADHD-Videos identifizieren. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, jeder kann sich damit identifizieren. Hier ist so ein kleiner behinderter Hund. Der hat sogar seinen eigenen Rollstuhl. Oh meine Güte. Toll, jetzt habe ich gerade die Memo bekommen, dass meine Augenbrauen rot sind. Ich weiß nicht, ob man das jetzt die ganze Zeit schon in dem Video gesehen hat. Also das Augenbrauen-Tint sollte eigentlich blond sein, ne? Und ich finde eh, seit ich bei der Color Analysis war, dass mir so warme Töne nicht stehen. Ich dachte vielleicht, dass das eher so ein Aschblond, stellt sich raus. Es ist rötlich. Super scheiße für mich. So, jetzt sitze ich hier am anderen Computer, am zweiten. Und ich habe mir das voll vorgenommen, so einen Day, so einen normalen Day oder eine normale Week aufzunehmen bei mir. Und ich dachte, ich habe voll den Plan, ich mache das und dann mache ich das und an dem Tag mache ich das. Stellt sich raus, es ist alles durcheinander. Aber das ist auch ein Teil meiner normalen Week. Es verschiebt sich ständig irgendwas und ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich machen soll. Guck mal, die folgt mir. Wenn ich jetzt mit dir rede, mal bla bla bla. Bla bla bla. Weißt du schon, ob du mir NordVPN schicken kannst? New Version? Ja. Da werden die Deals gemacht. Deals, ja. Deals, Deals. Alles klar, Leute. Ich bin fertig. Wir haben es jetzt 16 Uhr.
16.05 Uhr besser gesagt. Ich habe es wenigstens geschafft, ein paar Bürosachen zu erledigen im Büro. Ich bin aber noch nicht ganz fertig und ich frage mich, wie ich es bitte schaffen soll, meinen Kleiderschrank noch auszumisten. Und ich wollte es unbedingt in diesem Video machen. Das war unbedingt mein Ziel, das mit einem Vlog zu verbinden, damit ich es endlich mache. Versteht ihr? Weil das gibt mir so ein bisschen Produktivität, weil ich denke mir dann, ich kann ja nicht nichts machen die ganze Zeit. Deswegen fahren wir mal langsam, aber sicher zurück nach Hause. Ich gucke mal, ob ich schaffe, da noch einige To-Dos abzuarbeiten. Deswegen volle Kraft voraus. Nee, das war rückwärts. Volle Kraft voraus. Ich mache mir erstmal einen Matcha Latte. So Bock drauf. Es ist so geil, einfach in so eine aufgeräumte Wohnung nach Hause zu kommen. Das ist wirklich jedes Mal immer wieder aufs Neue einfach wieder Luxus. Bett ist bezogen, ein paar Sachen sind gebügelt und trotzdem muss ich immer noch meinen Kleiderschrank selber ausmisten. Schrecklich. Taste Test. Hammer! Habe ich noch nie gemacht zu Hause. Strawberry Matcha Latte. Ist so geil. Daran, so lange am Handy zu arbeiten, ist, dass man dann am Handy kleben bleibt. Ich habe so Hunger mittlerweile. 1000 Kalorien? Zusammen, beide Portionen, oder? Ist doch kein Problem. Beef Enchiladas mit Kidneybohnen, High Protein. Es geht. Hat mitten beim Kochen gerade eingefallen, dass ich eigentlich noch Sport machen wollte. Und jetzt habe ich Kochen abgebrochen, um noch ein kurzes Training zu machen. Ey Leute, es ist eigentlich das perfekte Timing, um euch zu zeigen, wie wirklich ein realistischer Tag von mir aussieht. By the way, wenn ihr euch die ganze Zeit fragt, wo mein Freund ist, der ist in Hongkong, fragt nicht. Fragt ihn selber. Ich kann ja nichts essen und danach Sport machen mache ich ja niemals. Deswegen versuche ich es jetzt einfach. Der Markus hat mir hier so ein paar Übungen gezeigt. Ich habe ja so ein Home-Hantel-Set mir gekauft. Und seitdem versuche ich zumindest halt jeden Tag so ein bisschen Sport zu machen. Ich hoffe, ich kann es durchziehen. Hier, mit dieser Anweisung muss es gehen. Was ist denn jetzt los? Alles okay bei dir? Was ist los? Das ist übrigens Honey, der Hund von Markus' Mutti. Ich passe auf sie auf. Das sage ich auch früh in diesem Vlog, oder? Oh mein Gott. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr nicht alles wisst. Also was ihr alles nicht wisst und was ich nochmal erklären soll in diesen Vlogs. Und wo überhaupt der Stand der Dinge jetzt ist zwischen uns. Ich frage mich immer, ich bin sehr verwirrt. Ich switch ganz oft von To-Dos und Themen hin und her. Ich habe nicht so wirklich einen roten Faden. Aber ich finde, wenn ich so einen richtig verwirrten Tag habe, dann muss ich einfach so ein bisschen mit dem Flow gehen. Wisst ihr, was ich meine? Ich versuche mich gar nicht zu stressen, dass ich nicht hinterherkomme, weil es ist, wie es ist. Und ich versuche so gut es geht trotzdem alles abzuarbeiten, was ich machen wollte. Deswegen muss man auch mal aufhören zu kochen und sich die Gewichte schnappen und schnell noch das Workout machen, was man unbedingt machen wollte.
weil man sich als Ziel gesetzt hat, meine Güte. Ich wollte heute noch mal meinen Schrank ausräumen, erinnert ihr euch noch? Und ich wollte auch noch ein Cover aufnehmen für Instagram und TikTok. 18.40 Uhr, der Tag ist jung, ich schaffe es. Und dann denke ich, ich sollte einfach früher aufstehen. Ich bin wenigstens jetzt schon ausgeschlafen um 9 Uhr, aber eigentlich will ich um 8.30 Uhr aufstehen. Und selbst wenn ich um 8.30 Uhr aufstehe, schaffe ich nicht mal alles, was ich schaffen muss an einem Tag. Also müsste ich eigentlich um 7 Uhr aufstehen. Wenn ihr vielleicht selbstständig seid, checkt ihr aber, dass es manchmal ein Task ist, der unmöglich zu tun ist. Anyways. Also, wie viel schaffe ich heute? Wie viel Kilo, hä? Bestimmt nicht 12, vielleicht 8 auf jeder Seite. Ich versuch's. Scheiß drauf, Leute, ich krieg's nicht hin. Ich bin schon zu dead nach 5 Tagen Sport machen. Es geht nicht mehr. Ich kann nie mal mein Gleichgewicht halten. Okay, ich fresse jetzt einfach. Das ist immer eine gute Alternative zu Sport. Es ist soweit, Leute, ich gehe das erste Mal in meinem Leben in 2 Sportkurse hintereinander. Das ist was, was sich durch diesen Vlog zieht, diese Unfähigkeit zu planen. Aber ich war eigentlich verabredet mit ein paar Leuten auf Cycling um 12 und ich wollte meine Freundin auch nicht hängen lassen und sie zum Schwangerschafts-Yoga begleiten an demselben Tag. Also dachte ich, hey, ich mache beides, aber alle fürs Cycling haben mir jetzt doch abgesagt. Aber jetzt kann ich diesen Plan in meinem Kopf nicht mehr loswerden. Jetzt habe ich mich schon die ganze Woche darauf eingestellt, dass ich heute 2 Sportkurse hintereinander mache. Okay, guck mal, ich bin nicht schwanger. Das Schwangerschafts-Yoga wird schon okay sein, gehe ich jetzt mal von aus, ne? Aber still, I feel so sporty. I feel so sexy. So beim Cycling darf ich leider nicht filmen, da sind Handys verboten, ja, im Kursraum. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie das abläuft. Ja, Leute, ich habe es überlebt. Der ganze Tag ist schon wieder um. Es läuft mir einfach die Zeit davon. Oh, was sollen wir nur machen? 16:45 ist es. Lass mich überlegen, was nochmal mein Plan war. Ausmisten. Erstmal keine Panik machen. Vielleicht bekommen wir das noch hin. Ich sage immer wir, weil ich die Verantwortung abwälzen will. Ich bin auf jeden Fall in Verzug, sagen wir es mal so. Aber ich schiebe immer noch keine Panik. Wenigstens habe ich mich genug bewegt. Und das ist doch auch schon toll. Da muss man auch mal gucken, ab und zu. Und jetzt wird's deep. Man muss auch gucken, was man schon erreicht hat. Ja, die Zeit vergeht sehr schnell. Und nur weil man nicht da ist, wo man hin möchte, heißt es nicht, dass man nichts getan hat. Es fühlt sich manchmal so an, dass man seine Ziele nicht erreicht hat. Aber wenn ihr mal zurückblickt, vor 1 oder 2 Jahren, wo seid ihr seit dem Standpunkt? Wie viel habt ihr erreicht, was ihr umsetzen wolltet? Oder gehen wir noch weiter zurück? Wenn man ein Kind war oder ein Teenager, ist man der Erwachsene, der man sein wollte immer? Mindestens das hat man doch erreicht, dass man irgendwie ein cooles Leben als Erwachsener führt, was wir alle als Kind irgendwie wollten. Deswegen ist auch mein Screensaver, da steht drauf, just because it's taking time, doesn't mean it's not happening. Also es passiert vielleicht in 2 Jahren von jetzt, werde ich mir denken, ha,
habe ich es einmal geschafft, meinen Kleiderschrank auszumisten und zu sortieren. Ich hoffe, es dauert nicht so lange, aber wir sind auf dem Weg dahin. Wir sind auf dem Weg dahin. Ich bin auf dem Weg dahin. Ich muss mich wirklich beruhigen. Jetzt dachte ich schon, ich kann mich ein bisschen entspannen, aber ich habe ganz vergessen, ich habe einen Nageltermin gebucht. Wo sind da die Prioritäten? Weißt du, was ich meine? Bei den To-Dos oder bei der Ästhetik? Aber ey, mir brechen die Nägel ab wie Beziehungen. Während Weihnachten, keine Ahnung. So kann ich doch nicht in Berlin rumlaufen. Ich fahre morgen nach Berlin das erste Mal mit Doggo. Okay, das ist schon aufregend genug. Da kann ich nicht auch noch hässliche Nägel haben. Es geht einfach nicht. Und ich muss noch packen. Ich dachte, vielleicht kann ich während dem Packen ein bisschen meinen Schrank aufräumen. Aber vielleicht klappt es auch einmal nicht mit dem Ausmisten. Es kann sein. Ich muss an diesem Zeitpunkt auch ehrlich zu mir selbst sein. Es ist eine schwierige Nummer.